Die Qualität eines Webinars ist nicht nur abhängig von den Fähigkeiten der Referentinnen und Referenten und von der Qualität der verwendeten Lerninhalte, sondern vor allem auch von der verwendeten Technik. Warum das so ist, erkläre ich in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie haben schon mal vielleicht an einer Videokonferenz teilgenommen oder einen Videochat über Ihr Smartphone. Und wenn dann plötzlich das Bild von dem Gegenüber so grisselig wird, dass man ihn kaum noch erkennt, fangen so die Augen an zu jucken. Oder wenn der Ton plötzlich anfängt, so blechern zu wirken, so hochfrequent, dass über Ihr Kopfhörer dann plötzlich die Ohren anfangen weh zu tun nach der Zeit, dann sinkt natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne. Und das ist natürlich überhaupt nicht das Ziel eines neuen Lernformates. Deswegen ist es einfach wichtig, auch zu beachten, welche Technik wir verwenden. Ein Satz vorneweg. Ich rede hier in diesem Video über Technik. Ich gebe auch Empfehlungen. Das sind meine persönlichen Empfehlungen. Und das ist jetzt keine Dauerwerbesendung. Das heißt, die Produkte, die ich jetzt hier benenne und auch vorstelle, hier wurde uns nichts von irgendjemandem zur Verfügung gestellt. Das sind alles Sachen, die entweder mir gehören oder vom Zentrum Bildung für verschiedene Projekte angeschafft wurden und dort auch in verschiedenen Zusammenhängen auch verwendet werden. Fangen wir am besten mal mit dem Ton an, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ein guter Ton, weil wir bekommen relativ schnell Ohrensausen und Kopfschmerzen, wenn der einfach nicht stimmt. Und hier ist meiner Meinung nach ein externes Headset eigentlich Pflicht. Wir haben zwar in den Geräten, die wir verwenden, alle interne Mikrofone, also auch in den Laptops, in den Smartphones. Und man kann garantiert nicht pauschal für alle Mikrofone sagen, dass die schlecht oder dass die gut sind. Aber meiner Erfahrung nach kommt keins an irgendwie ein externes Headset dran. Um das einfach mal zu demonstrieren, schalte ich hier jetzt mal auf das interne Mikrofon meines MacBook Pros um. Und Sie werden merken, dass die Tonqualität wesentlich schlechter geworden ist. Und Sie sich wahrscheinlich jetzt ganz schnell wünschen, dass ich jetzt wieder zurückschalte auf mein Funkmikrofon. Wie gesagt, es ist pauschal nicht zu sagen, welches Modell jetzt ein gutes Mikrofon hat. Aber deswegen ist es, glaube ich, pauschal zu sagen, dass man mit einem externen Mikrofon besser dran ist als mit einem internen. Zumal die Entfernung von Mund zu Mikrofon immer gleich bleibt, ich immer in der gleichen Lautstärke reden kann und ich mich auch mal vom Gerät ein bisschen entfernen kann, ohne dass es eben zu qualitativen Einbußen kommt. Jetzt kann man sich natürlich auch denken, okay, ich habe ja hier oben in meiner Webcam auch noch ein gutes Mikrofon verbaut. Ich habe jetzt hier oben zum Beispiel eine Logitech Brio Kamera. Die hatte ich mir gekauft wegen der, finde ich, sehr guten Bildqualität. Die hat einen sehr großen Aufnahmewinkel von über 90 Grad. Und sie wird auch beworben mit einem Stereo-Mikrofon für Streaming und YouTube-Übertragungen. Und es gibt einige Influencer-Tester, die das Ding wirklich bejubeln und hypen und sagen und von der Qualität wohl auch überzeugt sind. Wenn ich jetzt einfach mal auf dieses Mikrofon umschalte. Werden Sie merken, dass die Tonqualität jetzt sich auch mal wieder rapide verschlechtert hat. Und auch hier habe ich die Situation, sobald ich mich ein paar Schritte vom Laptop auch entferne, bin ich irgendwann auch nicht mehr zu verstehen. Aus diesem Grund empfehle ich einfach, ich sage mal, ein normales USB-Headset. Ich habe jetzt hier eins von Sennheiser. Das kriegt man, ich sage mal, im Fachhandel für knapp über 20 Euro. Das kostet jetzt nicht wirklich viel. Das steckt man per USB in den Computer. Es wird sofort auch als Audioquelle erkannt. Das gibt es auch mit zwei Ohrmuscheln. Ich finde das jetzt mit dem einen etwas komfortabler zu tragen. Und ich schalte jetzt mal auf das Sennheiser-Mikrofon um. Und Sie werden merken, dass der Ton jetzt wesentlich besser ist als jetzt bei den intern verbauten Mikrofonen. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen mehr Spielraum, wo ich mich bewegen kann. Allerdings bin ich hier per Kabel verbunden. Ich bin quasi online. Und habe auch nur einen bestimmten Radius, den ich jetzt mich jetzt hier bewegen kann. Und wenn mich dieses Kabel stört, dann sollte ich auf eine Funklösung zurückgreifen. Ansonsten, wenn ich zu Hause vor dem Laptop sitze, dann kann ich sowas auch verwenden und mich nicht großartig bewegen muss.
Eine weitere tolle Mikrofonart sind Kondensatormikrofone. Das haben wir hier von Rode, ein Podcast-Mikrofon. Das wird auch per USB einfach an den Laptop angeschlossen und bietet einen wirklich ausgezeichneten Ton. Ich schalte jetzt hier mal gerade um auf das Rode NT-USB-Mikrofon und Sie werden merken, dass der Ton, der ist etwas voluminöser, also der ist wirklich gut für ein Mikrofon. Das ist halt ein Kondensatormikrofon, da ist sehr viel Technik auch drin verbaut. Ich habe hier die Möglichkeit, für ein Monitoring auch einen Kopfhörer anzuschließen, dann höre ich direkt, was ich hier reinspreche. Das Mikrofon ist nicht gerade leicht, ist nicht gerade klein, das ist nichts für die Hemdtasche, so für unterwegs. Aber das Tolle an dem ist, ich schließe es einfach per USB ran, es funktioniert, es wird erkannt. Und ich kann es vor allen Dingen auch bei meinem iPad oder iPhone mit einem USB-Adapter per Lightning einfach nutzen. Dann wird es als externes Mikrofon für Aufnahmen unterwegs auch, ich sag mal, verwendet und funktioniert einwandfrei. Unterwegs ist, glaube ich, noch ein gutes Stichwort. Was auch sehr gut funktioniert, das sind Bluetooth-Boxen oder Bluetooth-Lautsprecher. Da gibt es ja auch unterschiedliche Methoden und unterschiedliche Geräte. Was ich sehr gerne verwende, das ist so eine kleine, im Prinzip, das ist ein Bose Microlink, das ist eine Bluetooth-Box mit Freisprechfunktion. Das heißt, ich kann das per Bluetooth einfach koppeln mit meinem Smartphone oder auch mit dem Laptop. Ich koppel es jetzt gerade mit dem Laptop, mit der Zoom-Konferenz und schalte jetzt mal das Mikrofon. Bin ich über dieses Bluetooth-Mikrofon bin ich jetzt zu hören. Das heißt, das Kondensatormikrofon sowie das Funkmikrofon, die sind jetzt gerade deaktiviert und Sie hören mich jetzt hier komplett nur über Bluetooth. Das heißt, das Ding ist mit einem Radius von einigen Metern mit dem Gerät verbunden. Da kann ich mich frei bewegen. Und das Schöne ist, ich muss hier nicht per Laptop an einer Videokonferenz teilnehmen, sondern ich kann ja auch per Smartphone mich in eine Zoom-Konferenz mit einwählen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Bluetooth-Box mit dem Smartphone koppel, dann habe ich als Webinarveranstalter auch nochmal ganz andere mobile Möglichkeiten. Das heißt, ich kann wirklich auch an andere Orte gehen, ich kann Übertragung von anderen Orten machen und ich kann mich einfach auch mal mit anderen Leuten ganz leicht unterhalten. Denn hier ist auch ein, wie gesagt, ein Lautsprecher verbaut, der dann eben die Sprache des Webinars wirklich laut und verständlich dann auch wiedergibt. Eine ganz tolle Geschichte, ich sag mal, wenn man das Webinar aus dem Raum holen möchte und ich sag mal für Outdoor oder andere Orte öffnen möchte. So, ich habe jetzt hier mal wieder zurückgeschaltet. Das ist jetzt die letzte oder die für mich jetzt letzte Mikrofonoption. Das ist ein Funkmikrofon, was ich hier angeschlossen habe. Das kennt man vielleicht auch so aus anderen Formaten. Ich habe hier einen Sender. Ich habe dort hinten einen Empfänger stehen. Dieser Empfänger, der ist an ein kleines Mischpult angeschlossen und das Mischpult per USB an meinen Laptop. Das hat einfach den Vorteil, ich habe hier die Möglichkeit, auch unterwegs mehrere Funkstrecken oder Funkmikrofone anzuschließen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Raum bin mit 10, 15, 20 Leuten und mit diesen Leuten an einem Webinar teilnehme, habe ich dann mehrere Funkmikrofone, die ich auch rumreichen kann und biete somit eine Kommunikation und Interaktion der Teilnehmenden mit der Online-Gruppe. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Jeder kann auch in seiner Lautstärke reden, was ja auch viel angenehmer ist, als quer durch den Raum in ein Mikrofon reinzubrüllen. Ja, für diesen Einsatz, jetzt kommen wir so in diesen Bereich der Kameras, habe ich mir dann auch unterschiedliche Kameratypen auch besorgt. Ich hatte gesagt, ich filme jetzt hier oder ich nehme das Ganze jetzt hier gerade mit einer Logitech Brio-Kamera auf. Ich könnte natürlich auch die interne Kamera meines MacBook Pros verwenden. So, und da sieht man jetzt natürlich auch wieder einen qualitativen Unterschied. Zum einen ist der Bildausschnitt ein ganz anderer.
Zum anderen ist die Qualität schlechter. Ich habe hier Bildrauschen, also das heißt, die Kamera, die nimmt weniger Licht auf als die externe Kamera und erzeugt sowieso so ein Kriseln im Bild. Denn Licht ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mein Licht jetzt hier im Raum ausschalte, wird die Qualität nochmal so ein bisschen schlechter, und weil die Kamera versucht dann einfach verschiedene Sachen zu komprimieren und auch, ja. Deswegen habe ich mich einfach für eine externe Kamera auch entschieden. Wie gesagt, hier diese Logitech Brio. Auf der anderen Seite benutze ich aber noch eine Kamera, und zwar habe ich eine PTZ-Kamera. Das ist eine Kamera, die sich auch schwenken und steuern lässt. Auf die schalte ich jetzt mal gerade um. Diese Kameras sind ab einem Preissegment ab 400-500 Euro sind die erhältlich. So, ich schalte. Genau, und ich habe jetzt hier, die steht jetzt auch hinter meinem Laptop, ich habe einen großen Aufnahmewinkel und ich habe jetzt hier eine Fernbedienung, mit der ich die Kamera im Prinzip auch steuern kann, und habe auch verschiedene Bildsegmente, die ich jetzt hier, oder Bildausschnitte, die ich hier auch festlegen kann. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel in einem Raum bewege und möchte, dass die Kamera mir irgendwo hinfolgt, kann ich das entsprechend auch einstellen, und durch das Funkmikrofon und die zoombare Kamera habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, in einem Raum aktiv zu werden oder eben auch Inhalte zu übertragen, Leute zu beteiligen. Also ich kann auch in einem großen Raum zum Beispiel einfach mal zu Leuten mit hingehen, die an der Videokonferenz teilnehmen wollen, und diese in das Geschehen einfach mit integrieren. So, wir zoomen mal wieder zurück auf die Einstellung. Große Veranstaltung, das ist auch immer so ein Thema. Wir versuchen ja auch Veranstaltungen vor Ort auch mal so ein bisschen, ich sag mal, zu öffnen bzw. zu erweitern durch digitale Formate. Und da bietet es sich wirklich an, ich sag mal, mobile Geräte auch mit einzubeziehen, weil die Verbindung der Videokonferenzsoftware Zoom zu mobilen Geräten ist wirklich fantastisch. Also zum einen kann ich mich einfach über die kostenlose Zoom-App hier mit reinwählen und dann ein separates Fenster für, ich sag mal, den Außenreporter anbieten. Hier habe ich zum Beispiel auch die Möglichkeit, unterschiedliche Gadgets noch zu benutzen. Ich habe hier, das ist so für das niedere Preissegment, einfach eine Smartphone-Halterung, die es mir einfach hilft, ich sag mal, das Smartphone leichter in der Hand zu halten und auch mal länger zu halten. Das heißt, damit kann ich unterwegs, kann ich filmen. Ich kann hier oben noch in den Blitzschuh im Prinzip noch mal ein externes Mikrofon noch mal draufsetzen. Das ist das Rode VideoMic, heißt das. Das kostet so um die 40 Euro. Das schließe ich dann einfach mit den entsprechenden Adaptern an mein Smartphone an und habe dann hier wirklich ein mobiles Aufnahmestudio, wo ich einerseits per Zoom die Übertragung machen kann oder eben auch Videointerviews unterwegs anbieten kann. Alternativ, wenn man ein bisschen Geld ausgeben möchte, kann man auch, ich sag mal, sich ein Gimbal anschaffen, ein Dreiachsen-Gimbal. Das ist einfach dafür da, da schließt man oder steckt man sein Smartphone rein. Und das ist einfach für die Bildstabilisation da. Das heißt also, auch wenn ich mich jetzt hier bewege, sehen Sie, dass die drei Achsen meine Bewegung kompensieren und das Smartphone innen drin, was überträgt, auf eine Ebene einfach halten. Das heißt, ich biete somit auch meinem Gegenüber ein qualitativ hochwertigeres Bild. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch klar werden müssen. Ich habe einerseits als Webinarveranstalter die inhaltliche Verantwortung über die Qualität der Inhalte. Aber ich habe als Veranstalter sowie als Teilnehmer auch eine Verantwortung den anderen gegenüber bezüglich der Qualität meiner Beiträge, wenn ich mich mit beteilige. Das heißt, wir können schon mal einiges tun, damit die Qualität, ich sag mal, unserer Audiobeiträge auch gut ist, dass uns andere auch über einen längeren Zeitraum zuhören können. Und wir können auch einiges tun, ich sag mal, für die Bildübertragung, wenn wir in die soziale Interaktion treten wollen und eben ja mit den Leuten auch visuell kommunizieren wollen.
In diesem Sinne ist das erstmal so ein kleiner Überblick über die Technik, die ich verwende. Wenn Sie Fragen haben, einfach nutzen Sie die Kommentarfunktion. Wie gesagt, das ist nicht die ultimative, alleingültige und für sich alles beanspruchende Wahrheit und Weisheit, die ich habe. Das ist einfach ein Setting, mit dem ich gute Erfahrung habe. Vielleicht haben Sie mit ganz anderen Geräten ganz andere Erfahrungen. Deswegen treten Sie einfach in die Kommunikation, schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Ansonsten alles Gute, bis bald.